Moin und herzlich willkommen wieder bei Strategy Command One Cube Frieden im Westen Szenario. Das sollte inzwischen sogar schon Folge 30 sein. Hast du durchaus schon weit fortgeschritten, das Ganze. Und hier im Norden bei den Finnen gelang es ja zuletzt endlich, die Bahn auch mal durchgängig zu halten, wodurch die Versorgung hier oben besser wird. Und ich denke, die Finnen können erstmal bei sich in der Gegend ein bisschen weitermachen. Das heißt, du gehst zum Beispiel da drüben hin und hier. Garnison kann sich auch mal da wieder hinstellen und dann irgendeine zweite Garnison demnächst mal. Die könnten dann von hier oben endlich Murmansk angehen, weil die ganzen Orte stärker werden. Hätte man da dann auch noch Versorgung und dann können die das runter belagern. Also der eine könnte ja schon mal vorgehen und schauen, nicht, dass da doch noch irgendwie eine stärkere Einheit ist. Das passt soweit. Er kriegt noch einen Punkt zurück. Du noch, ihr belagert den runter. Gut, die Armee. Auch echt ein Weilchen, bis die hier irgendwie wieder vernünftig im Gebiet ist. Kannst du auf Dan und mal die Karte an. Der sollte in den Ort zurück. Du könntest eigentlich auch mal den Flieger, okay. Nur noch einen Punkt, aber du kannst ja ein bisschen Erfahrung dafür noch abgreifen. Das passt schon. Ihr dürft da drauf hauen. Sehr schön. Noch ein Ort weniger. Und ihr greift mal hier an. Noch einer weniger. Okay, die haben da noch eine HQ. Das könnte wirklich Stress machen. Bleib du sonst mal hier. Na, ruhig mal. Obwohl. Mach nächstes Mal deine vorbereiteten Angriffe. Dann kommt ihr irgendwann auch nochmal nach Wisch. Nee, Wischin. Wolodschok. Und dann, wenn Novgorod weg ist, ist die Gegend hier langsam mal fertig. Die Rumänen können hier vorne weiter vorrücken. Das HQ macht genau ein Doppel-HQ mit dem aus Moskau. Das passt also auch soweit. Dann Industrie. Außer die Felder sind irgendwie zusammengeschaltet, aber ansonsten denke ich, wäre das nicht so tragisch. Du passt hier auf. Der schwere Panzer kann mal den anderen Schwertpanzer da wegmachen, bevor der gefährlich wird. Und der normale Panzer sollte eher geheilt werden. So, ihr haltet hier die Bahn Richtung Kubischew. Und hier, genau, der Ort ist auf einer 5. Das heißt, das Saku könnte eigentlich per Bahn nach vorne. Und die Panzer, die da sind, versuchen einfach, ob sie hier weiter austeilen können. Okay, die sind inzwischen auch fernab der Kommandoreichweite. Deswegen wäre es umso besser, wenn einer nach vorne käme. Dann kannst du die mal eben nehmen. Hat sich ja sehr gelohnt mit den Angriffen. Aber das Gelände ist halt auch mies und alles. Aber gut, es geht vorwärts. So, dann würde ich die Garnison. Da kommt da erstmal in ihr Haus. Also eine müsste frei sein. Oder einer von den Einheiten kommt hier erstmal zurück. Frage ist, der vielleicht sogar unterversorgt, der gegnerische Panzer. Ist er, aber kriegen tut man ihn trotzdem nicht. Sonst fahr doch erstmal zurück und haltet das. Aber dann könntest du vielleicht schon mal nach vorne hier auch noch mithelfen. Dann kann eine Garnison, die frei sein müsste, in den Ort, damit die Bahn nach Kubischew auf jeden Fall funktioniert. So, da sind auch noch ein paar Gegner, aber eins nach dem anderen. Erstmal den Ort belagern. Die eine Armee hat schon auch keine Versorgung. Ja, bei dem Chor geht es auch nicht sonderlich gut. Ich hoffe, dass in ein paar Runden sich das erledigt hat. Dann Astrakhan. Es ist vielleicht ein bisschen ambitioniert, von hier in die Orte zu marschieren. Sehr aus Saratov mit Doppel-HQ wahrscheinlich einfacher.
Aber das Corps darf einfach mal herausfinden, wie ambitioniert das Ganze ist. Während die anderen Einheiten hier auf alles draufhauen dürfen. Und brauchen wir den Falli hier oben noch? Ach komm, ihr lauft nach außen rum und schlagt dann von allen Seiten zu. Dann hat sich das hoffentlich bald erledigt. Ihr könnt ja mir nichts anhaben, sonst geht doch wieder zurück. Auch teilweise in bessere Versorgung rein. Und dann bei den Italienern. Du wirst fit gemacht, das Schiff. Hier drüben leichte Kämpfe. Und dann ist da der Pio. Aber da, wo er jetzt arbeiten müsste, ist die Pack. Oder wir tauschen den mit der Flak durch und stellen die dann erstmal zur Seite. Und du schaufelst hier weiter. Den gerne voll machen. Die Flak noch voll und dann können die Italiener sich hoffentlich irgendwas Tolles leisten. Fallschirmjäger ist noch nicht unbedingt toll. Na, Panzerabwehr. Warte. Irgendwas. Achso, nicht, das sagt. Hat hier noch alle wichtigen Einheiten. Der könnte natürlich noch Upgrades kriegen. Oder eine Kanone. Die können sich. Na gut, die haben nicht immer die Artilleriewaffen. Oder eine italienische Pack. Die sieht man auch so selten. Die wird jetzt einfach mal gekauft. Ich weiß nicht, ob es das Sinnvollste ist. Aber wenn die Franzosen hier schon mit ihren super schweren Panzern auftauchen, muss man hier irgendwas dagegen machen. Dabei die ganzen Garnisonen. Hört euch auch schon mal hier drüben auf. Und endlich ein paar Felder wieder abdecken oder andere, die mehr kreativ gedeckt sind, wieder vernünftig zustellen und sowas. Gut, hier drüben um die Panzer. Gut, man könnte natürlich dahin fahren. Aber diese Armee mit der ganzen Erfahrung, die würde ich auch sehr gerne loswerden, ehrlich gesagt. Sehr gut, dass die Pack jetzt schon gereicht hat. Der Panzer könnte natürlich hier noch anfahren. Aber das könnte heikel werden. Oder ja, vielleicht. Hier könnte. Der ist eh nicht verschanzt. Die Zahlenwerte sind nicht die besten. Vielleicht tauschst du doch noch mit der Pack durch. Wenn man hier dann nicht angreifen kann und es nicht Winter wird, dann werden die anderen nämlich ausgiebig zurückhauen. Wo ausgiebig zurückhauen, euch mal wieder fitter machen. Okay, ihr könnt da unten noch ein bisschen austeilen und die Front wieder mehr in Ordnung bringen. Ja, vielleicht wäre doch irgendwie teuer und man wird ihn auch nicht loswerden. Vielleicht geht die Pack dann erstmal hier hin. Euch wieder fitter. Uns etwas zentraler den fit machen. Ah, gut, die Kanone kann da, dann hat man da auch mehr Feuerkraft. Und dann wäre es noch ganz nett, wenn der da rauskäme. Eisenbahngeschütz muss eh ein bisschen raushauen. Kommt keiner mehr rein, aber zumindest die gegnerische Einheit vernichtet. Ist ein Anfang. Die Kanone steht ja auch ausreichend tief verschanzt, dass da nicht so viel schief gehen sollte. Und jetzt wird es langsam Zeit für den Jäger, wenn der den strategischen Bomber decken sollte, dass man zumindest dafür schon mal einen hat. Ja, und sonst die Armee zurück, das hätte auch was. Hier im Westen braucht die Mobilität jetzt nicht so dringend. Reicht so gerade noch für die letzten beiden deutschen Garnisonen. Passt schon. Oder die Kanone hier vielleicht doch noch.
dahin. Vielleicht eher den demnächst dahin, wenn die hier irgendwie vorrücken. Das wird schon alles irgendwie gehen müssen und ich denke, wir können den Zug beenden. Freue ich mich darauf, wenn Schlamm und Winter vorbei sind, wobei jetzt dürfen die natürlich gerne für die Alliierten noch da bleiben. Funktioniert ja großartig. Das meinte ich jetzt nicht damit, dass Schlamm und Winter weggehen sollen. Okay, zumindest hier regnet es und ich nehme an, im Osten ist das Wetter auch schlecht. Nein, es ist auch gut. Ach, was liebe ich das Wetter bei Strategic Command. Viel zu viele Flugzeuge. Immerhin war es teuer für den Panzer, den Pack anzugreifen. Wäre auch zu schön gewesen, wenn Mannheim einfach so frei geworden wäre. Die Eisenbahn, aber der ungarische Panzer sollte das schon hinkriegen können.
Gut, dann also gleich hoffen aufs Wetter, dass es genauso toll wird, wie es hier war. Auch wenn ich es nicht wirklich glaube. Winter, großflächig, naja, dann kann man ja ein wenig heilen und alles. Ein Panzer kommt zurück und ein deutscher Pio. So, ja, dann mal wieder fitter, soweit das geht. Ah ja, und damit das schon mal klar ist, eine dieser ganzen Garnisonen hier. Dann schon mal da oben rauf. Dann zieht ihr schon mal dahin und dann könnt ihr den demnächst unterbelagern und dann hoffentlich irgendwie der Stadt mal vertreiben. Reicht jetzt eigentlich völlig, wenn das Garnisonen machen. Es muss halt nur irgendwann mal irgendwer machen, aber es ist noch nicht so ganz einig. Du kriegst noch deine Heilung, kannst da stehen bleiben. Die Armee quält sich hier weiter ihren Weg rauf. Das Korps könnte noch weg. Ihr könnt hier vorrücken. Auch wieder eine Position genau und könnt ihr noch ja auch bitte schon mal so viel schon kaputt machen, wie es geht. Und dann bald ran an den nächsten Ort, dann wäre die Ecke auch irgendwann fertig. Sonst dahin. Jetzt habe ich gesagt heilen, aber der hatte eh nicht die Versorgung dazu. Fahr mal nach hinten und werd nächstes Mal geheilt. Hat eh keiner hier groß Versorgung. Aber dann vielleicht zum nächsten Mal hier ein bisschen fit machen. Der hatte zwar Versorgung, aber der sollte auch erstmal noch mehr in Position kommen. So, hier drüben bin ich auf jeden Fall fit. 2 zu 1. Ah, ist ja gleich wieder kaputt. Muss jetzt nicht sein, finde ich. Hauptsache, das Feld ist da ein bisschen angemalt. So, also ein Zwei-Sterne-Korps hat übrigens was vor sich. Der darf auch mal die Front und das schon mal nach Norden ein bisschen absichern und einer von euch dann meinetwegen nach Ula rein. Und das, also irgendwie fällt mir das gerade nicht, wie eingeengt das aussieht. Deswegen sollte der doch nochmal schnell ausrücken. Aber demnächst könnte der dann auch wieder an die Front. So, feindlicher Panzer hier drüben, aber ohne Versorgung. Überlebt dummerweise. Aber gut, blockt den weg und hofft jetzt einfach ganz stark, dass der nicht auf die Bahn fährt. Das wäre ein wenig nervig. Und Hochgebirge hier oben. Wir die Zeit nicht zumindest fit. Aber die nicht fit gemacht werden können, können ja noch optisch ein bisschen was machen. Dahin fahren, lohnt sich das irgendwie? Na, eigentlich sollte der auch eher wieder kampftauglich gemacht werden. Und 3 Sterne hast du eh schon. Sonst fahr einfach nur hier hin. Lass dich heilen. Ja gut, hier müsstet sicherheitshalber auch abschirmen, falls sie doch von da kommen. Ja, verpasst dem irgendwie einen Treffer. Jetzt alles ein bisschen unspektakulär, aber auch am Wetter liegt das halt. Muss hoffen, dass man demnächst hier irgendwie den Ort erreichen kann, sobald das Wetter wieder besser mitmacht.
Und ihr haut auf die aus allen Richtungen drauf und habt das zum Glück bald geschafft. Und du rennst weiter nordwärts und guckst mal, ob jemand drin ist in dem Ort. Oder du den einfach mitnehmen kannst, was meine Hoffnung ist. Und dann kann dieser Fallschirmjäger auch mal wieder an die Front. Und da eine Garnison rein. Die ist da halt wichtig, damit die Versorgung hier nicht noch weiter fällt, damit zumindest eine von diesen beiden Armeen Versorgung hat. Und die irgendwann den Ort fertig runter belagert haben. Waren wir schon... Ja, ihr habt jetzt so viel abbekommen, ihr zieht euch vielleicht mal lieber zurück. Du bleibst da. Gut. Wo möchte man jetzt noch Garnison? Hier ist auch noch ein Chor im Einsatz. Das könnte man wohl ein bisschen hin und her tauschen. Du gehst dahin, gehst darauf und eine neue Garnison geht dafür dazwischen. Und dann war es das hier auch schon bald wieder. Moskau müsste man theoretisch auch bald räumen. Ah gut, und hier oben steht auch noch ein Chor zwischen. Ja, ich meine, gut, noch bleibt er ein Weilchen da. Du könntest dich dann vielleicht auch bereit machen, da eher rauszugehen. Du übernimmst das Feld. Garnison geht daran, weil das Chor ja da irgendwann schwinden wird. Ach, oder komm, du gehst doch nach Moskau. Wir haben ja auch noch Italiener. Einer von denen das machen. Da wird es auch noch einer. Aber da werden wohl erstmal Einheiten sein. Gut, hier vorne, Chef. Theoretisch auch noch einer rein. Der Ort ist allerdings dann nicht ganz so wichtig. Es gibt ja aber so viele Felder. Okay, das Chor mal wieder intakt zu haben irgendwo wäre auch ganz nett. Wir gehen jetzt Briansk. Gut, ist doch alles gleich viel, viel abgesicherter. Fühlte sich doch zumindest so an. Italiener, ihr könnt dem noch die Upgrades geben. Da noch ein Sternchen wieder verteilen. Und ein Schiff. Oder zwei Schiffe haben ein bisschen was abbekommen. Und dann ist mal wieder fast kein Geld mehr da, also... Meinetwegen die Luftabwehr hoch. Dass hier in Italien da nicht mehr zu viel passieren kann, wäre ja zumindest ein Anfang. So, der kann endlich wieder voll geheilt werden, weil die Versorgung da mal besser ist. Dafür fehlt es bei ihm an Versorgung. Da fehlt eine Befestigung. Und die Pack brauchen hier zum Teil auch noch ihre Upgrades auf Stufe 2. Sag mal, die... Ja, nächste Stufe wird schon geforscht. Flugzeug müsste man theoretisch auch bald machen. Aber eins nach dem anderen. Du gehst drauf. Und die Angriffe... lohnt sich ja doch zumindest so halbwegs. Also denke ich, können wir vielleicht wenigstens versuchen, einen Panzer rauszunehmen. Aber der müsste halt eigentlich geheilt werden. Ach komm, du machst es dann halt doch. Ist dann irgendwie das Einfachste. Gut, es ist auch noch ein Wald. Vielleicht wird ein schwerer Panzer das hier überleben. Wie es heraus ist. Also die Befestigung ist halt falsch ausgerichtet. Aber trotzdem mit Wald und wenn das Wetter vielleicht schlecht bleibt, wer weiß. Und hier muss man wohl ein bisschen durchrücken. Ich gehe mal davon aus, dass das Chor draufgehen wird. Außer natürlich, es bleibt vielleicht auch im gegnerischen Zug Winter, wer weiß. Noch Luftabwehr 3 drauf. So, wen haben wir noch neu? Ah ja, noch einen deutschen Panzer. Könntest dich auch hier mit in die Nähe stellen und dann hier mit draufhauen.
Und einen deutschen Pio. Ja, komm hier auch mit in die Nähe und baue dann demnächst irgendwo. Also weiter forschen, Flugzeug, wie gesagt, wäre schön. Aber erstmal weiterkaufen, die Panzerabwehreinheit, die ist ganz praktisch. Vielleicht noch ein zweites Jagdflugzeug, dass man irgendwann vielleicht sogar mal eins über hat, das wieder aufklären könnte oder sowas. Neumodischer Krams halt. Das Korps können die im Westen aber auch gut gebrauchen. Mit dem restlichen Geld könnte man auch noch ein bisschen Luftabwehr hier erhöhen. Auch mal hier in den oder Orten, dass die alle möglichst stark bleiben. Oder eine Position da zumindest mal ein bisschen. Für 1-0 darfst du schon versuchen. Vor allem, wenn es ein 2-0 wird. Gut, jetzt hoffe ich einfach, dass das Wetter sich nicht verändert. Weiterentwickelter Panzer 5, sehr schön. Naja, zumindest regnet es. Das ist schon mal gut. Dass die hier im Osten schon wieder klares Wetter haben. Okay, nur in Teilen vom Osten, dann ist ja zumindest okay. Und hier ist auch Schlamm. Was sich da alles sammelt an Panzern, da kann man das Stufe 5 Upgrade auch sehr gut gebrauchen. Schießen sie schon auf Rom? Bombardier noch den, der gerade das Upgrade für die Luftabwehr bekommen hat. Na gut, unter anderem dank des Regens ist jetzt gar nicht so viel passiert. Frag jetzt natürlich, was die Bodeneinheiten so alles anstellen. Die Armee da fertig machen. Sehen die den auch noch ein, also wirklich.
viele Gegner, die hier überall einfach so erscheinen. Aber wenn die Panzer 5 jetzt da sind, dann ist es eigentlich auch gar nicht so schlimm, falls das Wetter nochmal schlecht wäre, weil man dann ja eh noch ein Momentchen rumsteht. Aber nur weil ich das laut gesagt habe, war es kein zwingender Grund, dass es wirklich nochmal Schlechtwetter sein muss. Gut, ein bisschen Verstärkung, die letzten Garnisonen. Ihre Bomber ist irgendwann fertig, man könnte vielleicht noch einen da reinsetzen. Je stärker der ist, wenn er kommt, desto besser. So, was hier drüben sich gedacht, dann kesseln wir einfach den ein und rufen noch irgendwen, den Weg ein bisschen abzudichten. Hoffentlich fallen hier bald mal die Orte. Endlich runterbelagert und ihr könnt auch auf den letzten marschieren. Die Rumänen werden auch so halbwegs vorwärts kommen. Ja, hier so viele Feinde. Aber da oben ist schon Perm. Und jetzt ist man auch in einer Region, wo man mit dem strategischen Bomber sehr gut arbeiten kann. Aber ihr solltet hier erstmal Upgrades und Verstärkung bekommen, soweit möglich. Bei dem ist die Frage, ist da einer drin oder nicht drin? Wenn er drin ist, müsste man noch einen hochschicken zum Belagern. Naja, wird schon, das zieht sich ein bisschen. Und der Westen, es gehen jetzt unerfreulich viele Felder immer mal wieder verloren. Aber dank den Panzern kann man hier auch mal endlich vernünftig austeilen. Wir werden sehen, wie sich die Sache entwickelt, aber an dieser Stelle dann erstmal wieder vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Bis dann.